Ja, sagen Sie uns jetzt sofort Telefonnummer 0221 und so weiter, wo wir uns irren, wenn wir die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination plus die völlig andere Gesprächskultur der Professor Sir Karl R. Popper Falsifikationismus-Talks für unsere letzte, also unsere letzte Menschheitshoffnung halten. Ja, wenn das jetzt 8 Milliarden Menschen, wenn Sie das jetzt tun würden, dann hätten wir eine Chance. Sagen Sie uns jetzt sofort, wo wir uns irren. Wenn das alle Parteien, alle, die Bundesregierung, alle genau so halten würden, dann hätten wir eine Chance. Aber jetzt zum ersten Thema. Alternativler, alle haben nur Weltverschlechterungskonzepte im Kopf, außer Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO, Kombination. Ja, denn es hat jetzt ergeben, dass die Linksextremisten im Prinzip ja nur gespeist sind von den oder überhaupt entstanden sind aus den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler, die scheiterndes Leben, ein verarmendes Land mit mehr Armen, mit mehr Sozialfällen, mit mehr Arbeitslosen, mehr Obdachlosen brauchen regelrecht oder große Gewinnmöglichkeiten nur haben, wenn die Zahl der arbeitslosen, obdachlosen, armen Menschen in einer Gesellschaft ansteigt und damit die Zahl der potenziellen Kunden immer größer wird. Und daraus resultieren alle linksextremeren Perspektiven. Und die haben deswegen alle Konzepte im Kopf, die am Ende ein Land wirtschaftlich ruinieren und verarmen lassen, sozusagen. Und genau das ist das Wesen aller linken Konzepte. Das ist auch bei der Gemeinwohlökonomie sogar so, dass da ganz viele Beimengungen aus den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspaten sind. Ich denke, mir fällt als erstes nur ein, dass die Mitarbeiter das Unternehmen quasi leiten sollen und nicht mehr eine kleine Zahl an fähigen Unternehmern, Top-Managern oder sonst wie die letzten Entscheidungen treffen soll. Dabei haben wir ja gesehen in der DDR, dass dieses gruppenmäßige Missmanagement von Firmen ja leider alles in den Abgrund geführt hat. Schließlich hat dieses Missmanagement der ganzen Gruppen sozusagen und der vielen weniger kompetenten Mitarbeiter in der DDR dazu geführt, dass man dort nur noch auf Trabi-Niveau bauen konnte, während man im Westen auf Golf-Niveau bauen konnte, ne? Und das ist so der Punkt. Das heißt, die Gemeinwohlökonomie leidet eben unter diesen vielen Beimengungen, der linksextremistischen Beimengungen, die zu dem richtigen Grundansatz, nämlich Gutes tun, Akte der Nächstenliebe finanziell zu belohnen, erstmals in der Evolution der Menschheit überhaupt zu belohnen, statt immer nur moralisch zu fordern oder gar manipulativ in anderen zu hervorzulocken, um vielleicht von deren Nächstenliebe Handlungen dann schmarotzerartig, parasitenartig profitieren zu können. Also, alle Alternativler außer der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Kombination haben da verloren. Und den Link ja zur GWO finden Sie ja, glaube ich, als ersten Link direkt unter dieser Sendung, ne? Ja, und die anderen, die Rechtsextremeren oder rechts bis Rechtsextremen, diese Alternative,
die haben auch nur Weltverschlechterungskonzepte im Kopf. Die stammen wiederum, ein Teil der Ideen, besonders die Verschwörungstheorien der rechten Szene, diese bösen, bösen Juden da oben, diese Reptiloiden und all das, ja, das stammt alles aus den Sparten innere Sicherheit. Die Sparten innere Sicherheit haben mit der Zeit vorteilbringende Irrtümer entwickelt, die die Menschen aufhetzen, andere Menschen leichtfertig und vorschnell und ohne Beweise als böse, als Verbrecher, als Verschwörer, als anzusehen. Daraus resultiert dann auch die Bereitschaft, zum Beispiel jetzt auch geschehen in der Querdenkerszene, Gelder zur Verfügung zu stellen für Anwälte, die dann damit sozusagen vermeintlich Prozesse führen könnten gegen all diese bösen, bösen Verbrecher und Übeltäter, die es aber gar nicht gibt, weil sich keiner seiner Schuld bewusst ist, weil ja alle sozusagen im Prinzip, ich will es mal hart sagen, biologisch. Warum soll ein biologischer Organismus eine Verschwörung, eine Straftat riskieren, wenn er eigentlich nur ein paar Irrtümer im Kopf haben muss, ein paar vorteilbringende Irrtümer und diese glauben muss, die dazu führen, dass er Profite auf Kosten der Menschheit macht, aber sich dann eben keiner Schuld bewusst ist und wenn er sich keiner Schuld bewusst ist, ja eben letztendlich auch gar nicht bestraft werden kann. Ja, und für jeden in der Evolution überleben immer die Organismen, die eher also Irrtümer entwickeln und diese Irrtümer dann als vorteilbringende Irrtümer glauben, dadurch aus dem Verbrechensbereich raus sind, sich keiner Schuld bewusst sind, denn wir können ja niemanden verurteilen, der sich einfach irrt, ja, und dadurch eben keine Verbrecher sind, sondern sich irrende Menschen. Und diese haben natürlich in der Evolution einen riesigen Vorteil gegenüber denen, die ganz bewusst Verbrechen planen und Verschwörungen planen und dabei aber sich immer wieder jemand verplappern kann, oder jemand als Kronzeuge auftreten kann und man dann ein hohes Risiko hat, verurteilt zu werden und damit auszusterben, aus dem wirtschaftlichen Geschehen auszuscheiden, weil man das in den Rest seines Lebens, entweder im Gefängnis verbringt oder sogar mit Todesstrafe man beendet wird und zum Aussterben, zum relativen Aussterben gebracht wird und weniger Kinder hinterlässt als andere. Dadurch kommt es in der Evolution automatisch dazu, dass sich keiner seiner Schuld bewusst ist oder dass fast niemand sich einer Schuld bewusst ist, wenn er gerade Milliarden von Menschen vergiftet mit krankmachender Ernährung, mit Chemielaborernährung oder wenn er Leute mit einer Medizin krank macht, die eben weil es einfach mehr Geld gibt, wenn man die Leute in der bewussten Absicht, Gesundheit fördern zu wollen. Aber wenn man ein paar Irrtümer glaubt, ist das faktische, tatsächliche, nicht bewusste Handeln, also das, es ist einem nicht bewusst der wahre Charakter des faktischen Handelns, dass man nämlich Handelns, dass man die Leute eigentlich krank behandelt, auf dass man an deren chronischer Krankheit mehr Geld verdienen kann. Und das hatte mein Vater ab 1968 mir als Kind immer wieder schon mal gesagt, bevor er es mir dann später in Büchern geschenkt hat oder in einem Buch, an das ich mich konkret erinnere, geschenkt hat. Nämlich diese Geschichte davon, dass eben, ja, der Arzt, also ich kann diese Reime nur noch zusammenfassen, dass der Arzt eben davon lebt, dass er den Menschen, den Patienten, den Kunden in einer Schwebe
zwischen Gesundheit und Tod hält. Dass er ihn also festhält in einem chronisch kranken Zustand, so dass er nie gesund wird, aber auch hoffentlich nie stirbt, weil er ja dann auch kein Geld mehr bringt, ne? Im jetzigen marktwirtschaftlichen System, ja? Ja, so viel jetzt einmal zu dem Thema. Also alle rechten Alternativler und die Linksextremisten haben eher die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspaten im Kopf. Die Rechtsextremen mit ihren Verschwörungstheorien eher die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten, innere Sicherheit, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Polizisten, Gerichte und so weiter, Gefängniswärter. All diese Sparten können profitieren davon, wenn eine Prozessflut kommt, weil die Menschen alle denken, alle seien Verbrecher. Wenn was schiefläuft in der Welt, dann stecken da Verbrecher dahinter. Aber es kann eben auch, und viel häufiger läuft eben alles schief, weil Sparten ihre vorteilbringenden Irrtümer glauben und damit dann Milliardenprofite auf Kosten der Menschheit machen, ohne dass sie sich auch nur im geringsten einer Schuld bewusst sind. So viel zu dieser Sendung.